Das Phantomtor? Ich habe schon aufgenommen. Wie, du nimmst auf die ganze Ja, Zeit? nee, ich habe gerade drauf gedrückt. Kannst du es auch Achso. aufdrücken? Ja, dann drückst du drauf. Ja. 3, 2, 1. Gut und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mega Play Minecraft Exit. Mit dem Minecraft 953. Hallo? A.K.A. Mega The Gaming, Moinsen! Na, wie geht's, Leute? Ja. So, und mit mir im Zuckerpapa und der China, der, beziehungsweise Dominik, der fehlt noch diese Folge, weil, liegst du schon im Bett, sag mal? Ja. Man, kann ich nicht. Wie? You may not rest now, Monster. Ah, jetzt gut. Wo kam das Monster jetzt her? Ich habe nämlich einen Zombie gehört. Naja, gut. Entschuldigung, also, ich wollte nicht neben dir stehen. Nein. Du wolltest ja neben mir stehen? Ja, vielen Dank. Also, China ist nicht dabei, der wird bei der nächsten Session wieder dabei sein. Wir nehmen ja immer ein paar Folgen am Stück auf. Ja. Quasi immer am Wochenende vor der Woche, wo es rauskommt, quasi. Warte, das kommt mal, an dem Wochenende vor der Woche. Ja, du hast hier ein Beet gemacht, warum hast du nichts gesehen? Das Beet, das wollte ich abreißen. Also, das soll irgendwie, keine Ahnung, weg, weil. Oder was? Ja, aber das machen wir so, später. Cool. Aber wir gehen jetzt irgendwie am besten erstmal irgendwie, ne, Sachen farmen. Ja, wir werden, ja, genau. Steine und, aber nicht hier im Dorf, oder? Guck dir da unten an, den Pelikan. Wo? Hier unten drin. Was macht denn der da? Oh, hier ist was, ein Gold oder oh, was? Oh, ey, hast du Fackeln mit? Nee, ich habe keine Fackeln. Ja, soll ich nochmal zurückrennen oder wollen wir? Ja, ich habe keine Fackeln, ich habe, ja, ja. Ach, dann. Stimmt, ja, nee, egal, dann, nee, 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 halt, stopp, jetzt red ich. Ich hoffe, du weißt den Weg, wie man wieder nach Hause kommt. Ne? Hast Pech gehabt, ich auch nicht. Ey, komm, wenn du jetzt nach Hause kommst, hier 2 Meter, du hast du schon nicht verlaufen, oder doch? Ja, doch, das geht bei mir vor. Ey, lol. Was? Aber hier ist Kohle. Ich brauch Steine, ich hol jetzt hier Steine. Ich klopp jetzt hier mal die Steine weg hier. Wir können eigentlich das ganze Ding hier wegkloppen, oder? Dieses ganze. Na naja, gut, ist egal. So, haben wir was, was wir drüber reden wollen? Ja, nö. Ja, gut. Also mir wird schon was einfallen, und zwar. Du hast doch das mit dem Tor mitbekommen, mit dem komischen Dingensbummens da, wo sie da ins Tor geschossen haben und doch ins Tor geschossen haben, weil ein Loch im Netz war oder irgend sowas. Ja, das war doch da bei diesem Schiedsrichter Stieler oder wie der heißt, oder nicht? Ja, weiß nicht, ich glaube schon. Hannover, ne, war doch das, ne? Richtig, genau. Ja, ja, das war dieser Schiedsrichter Stieler, Tobias Stieler oder wie der auch immer ausgesprochen. Ja. So eine, ja? Ja, so eine Pfeife, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist ein Schiedsrichter aus dem DFB-Verein und der macht so eine Scheiße, ich weiß nicht. Also was hältst du davon? Ich weiß ja nicht, was die Zuschauer auch davon halten. Also ich fand es ein bisschen komisch, dass das Tor gegelten hat. Was ich noch komisch fand, ist, dass Hannover gesagt hat, ja, wir haben es nicht gesehen. Gut, einige Spieler werden es nicht gesehen haben, ist ganz klar. Was mich aber am meisten gestört hat oder jetzt stört, die haben ja jetzt am Montag, also gestern oder so, oder nicht, gestern, war das gestern, vorgestern? Ich glaube gestern. Da waren sie doch vor diesem Schiedsgericht, Dingsbums da, was weiß ich, und haben gesagt, das Spiel wird nicht wieder hoch. Hey, warte, 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 warte. Was los? Was tut warte, denn? Warte, okay, kannst weiter erzählen. Und Tatsachenentscheidung, bla bla bla, und hast du nicht gesehen. Was ich nicht verstehen kann bei dem Ganzen, warum zum Geier machen sie denn keine Torkamera? Ja. Da wird doch schon alles erledigt. Das hat den, nein, das ist, also ich habe das mal, ich habe mir mal einen Beitrag angeguckt. Ja, bei Facebook habe ich mir mal ein bisschen aber drum gehört. So, da hat einer einen Beitrag gepostet. So, der Beitrag lautete von denen, er hat sich die Torkamera angeguckt, nur er hat trotzdem für sich entschieden, dass das kein Tor, dass das ein Tor war. Nein, also wenn eine richtige Torkamera, ich kenne es ja, ich bin ja Fan von amerikanischen Sportarten. Und ob es Baseball ist, Baseball, naja, Baseball nicht so, aber Football wow, und wow. Eishockey. Warte. Bei Eishockey ist es ja ganz, jetzt ist meine Schaufel kaputt, so eine Scheiße. Gut. Ich höre eine Dings, ich höre eine Spinne hier irgendwo. Ja, und ich habe jetzt Skelette um mich. Wo bist denn du? Ja, gleich tot. In der Höhle oder was? Nee, Mann, ich bin hier irgendwo, keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Ich renne hier einfach ganz schnell weg. Also, amerikanische Sportarten. Da gibt es zum Beispiel, also okay, sehr schneller Sport, gibt es ja auch in Deutschland natürlich. Die DEL ist ja auch sehr relativ bekannt. Da gibt es eine Torkamera. Da haben sie eine schöne Kamera eingebaut. Und immerhin, wenn was strittig ist, war es jetzt Tor oder war es kein Tor, war es über die Linie oder nicht über die Linie, war mit dem Schlittschuh dran an dem Fuß oder nicht an dem Puck, dann zählt es nämlich auch nicht als Tor. Dann wird da reingeguckt und dann gibt es einen Schiedsrichter, der oben irgendwo sitzt, die Tordinge anguckt und sagt, ja, Tor oder nicht Tor.
und das wird auch akzeptiert. Warum zum Geier kann das Platini von der FIFA nicht sagen, ja, das machen wir. Was ist denn das Problem? Ich bin ja nicht dafür, dass er dann, was weiß ich, jede Situation hinterfragt wird. Nur die Tore. Das langt doch schon. Ja. Das ist doch das Wichtigste beim Fußball, oder nicht? Ja. Das verstehe ich einfach nicht. Warum machen sie das nicht? Weiß ich auch nicht. Mich kotzt das manchmal aber auch echt an. Ich meine, ich bin Fan, ja, ja, okay, jetzt denken alle, was ist das für ein Fan? Ich komme aus Hannover, bin natürlich Hannover-Fan, ne? Wie selbstverständlich, ne? Weil hier kann ich mir die Spiele angucken. Ich habe mal gerade ein paar Fackeln für uns gemacht, insgesamt 2 Stacks. Ich habe mir diese ganzen Sachen angeguckt und muss sagen, ich raff die Leute nicht. Ehrlich nicht. Nee, da komme ich nicht drauf klar. Das ist einfach, das passt nicht in meinen Verstand mit rein. Ich weiß nicht warum. Aber ja, ich kann es nicht verstehen. Aber ich kann auch nicht verstehen, dass er jetzt sagt, ja, das ist eine Tatsachenentscheidung. Ja. Warum denn? Warum mache ich das denn? Warum mache ich das? Ist doch jedes Jahr, ob es zur WM ist, ob es zur EM ist, ob es zum Fußball ist, also zur Bundesliga ist, zweite Bundesliga oder was auch immer, kommt doch jedes Mal immer sowas ein, wo es dann heißt, da war das jetzt Tor oder war das kein Tor? Ja. Dann mach doch so eine scheiß Kamera dahin und gut ist. Ja. Und nur an die Tore. Weder abseits noch sonst irgendwas. Das sind Tatsachenentscheidungen. Aber bei Tore, das ist doch wichtig. Mach doch so eine scheiß Kamera hin. In Amerika haben sie die Kamera, seit es die Kameras gibt, haben sie so ein scheiß Ding dahin gemacht. Fertig. Ende aus, Mickey Maus. Was soll das denn? Da könnte man sich die ganze Diskussionen und Anfeindungen, die dann die Spieler haben, die kriegen ja, der Kiesling ist ja auch ein bisschen gemobbt worden, würde ich ja mal sagen, oder? Ja. Und das können wir sich doch alles sparen, meiner Meinung nach. Ja, so ist es halt auch. Aber nur, ich weiß nicht, keine Ahnung, ne? Wir können nicht in den Köpfen reingucken, die können nicht in unsere Köpfe reingucken. Nö. Das Lustigste ist ja immer dann, gibt es ja immer, weißt du, denn die, und dann wundert sich Deutschland, beziehungsweise wer auch immer, wundern sich, warum es bei Fußballspiele Schlägereien gibt. So. Ja, das ist auch sowas, das ist. Die fangen an, sich dann zu kloppen, weil da, ne, der eine denkt, ja, die hatten recht, der andere denkt, die hatten recht, und dann hauen sie sich auf sich ein. Ja, und im Endeffekt, was haben alle davon? Nichts. Ja, nichts, nee, das ist Quatsch. Gut, es gibt immer ein paar Leute, die sind nur vom Fußball da, weil es da Kloppe gibt. Aber die hast du ja überall dabei. Ob du jetzt hier hast oder in Amerika oder wo auch immer. Aber ja. So Entscheidungen, meiner Meinung nach, ist es doch. Ja. Also wenn man jetzt kapiert hat, dass das einfach so nicht weitergeht mit diesen Tatsachenentscheidungen, dann weiß ich auch nicht. Dann ist den Leuten aber auch nicht zu helfen. Ja. Und Platini, der war doch selber Spieler und hat sich drüber geärgert, manchmal über jede Entscheidung. Und jetzt erzählt er, ich will das aber nicht. Ja, warum denn nicht? Was ist denn da so schlimm dran? Ich verstehe es nicht. Jetzt haben wir die technischen Möglichkeiten, dann macht es doch ganz normal. Die Amerikaner machen uns das in diesem Fall vor. Na. Und das ist also, na gut. Wo bist du denn? Ich bin am MPC-Dorf. Ja, da bin ich doch auch hier, oder? Oh, nee, wo bin ich? Ja, jetzt war ich auch rückweg schon nicht mehr. Scheiße. Huch. Wo sind wir denn hergekommen? Keine Ahnung. Ich ach, bin da ja hinten. Ich sehe es Dorf. Ich sehe es Dorf. Ich habe einen Tag abgebogen. Dir sagt er, du sollst dich nicht verlaufen. Ich verlaufe mich ganz toll. Wurde noch gesagt, dass du verläufst dich schon nicht, ne? Ja, ich hab's gefunden. Wo bist du jetzt? Am Dorf? Oben ja, ich bin an wieder an den Weg hingegangen. Da. Ich habe den aber Weg. Ich seh dich. Juhu. Hallo. Oh, hast du schön weggemacht hier. Ich habe noch gar nichts weggemacht. Du hast das Haus abgerissen, oder ja, nicht? Natürlich, das ist schon in der letzten Folge passiert. Komplett schon? Ja. Ach so, Entschuldigung. Was ist denn das für ein Gebilde? Wollen wir das auch wegkloppen hier? Ja, ich das ist so ein Creeper-Haus, aber ich weiß nicht, wie wir da hochkommen am besten ohne Hilfe. Weil hier ist ja irgendwie was wohl passiert, ne? Ja. Das sind auch, hier sind noch Pflastersteine, Moospflastersteine haben wir da. Sehr schön. So, hast du mal auf die Uhr geguckt, wie wir aufgenommen haben? Nee, oder? Nö. Nee. Ich auch nicht. Aber müssen wir nach Gefühl jetzt aufhören. Also ein bisschen haben wir noch was. Und gibst du um was? Was schmeißt denn du da runter? Waren Erfahrungspunkte. Oh, danke. Na? Nee, aber hier ist nichts. Also hier ist null. Dann. Aber ich sehe was du nicht siehst. Ja, und das ist grün oder was? Ja, weiß ich selber noch nicht. Nee, ich will mal gucken. Da hinten sehe ich ganz viel Stein. Also da hinten haben wir auf jeden Fall eine Schneelandschaft, die sehe ich schon. Ja. Ach, dann haben wir da ein Bergtal. Jo. Da hinten ist ein, also du musst mal gucken, ich weiß ja nicht, ob du meine Richtung guckst. Ja, hier, ich gucke in deine Richtung. Ja, ja. Also guck mal, in diese Richtung, ne? Ja. Wo ich jetzt gucke, ich bin jetzt mit dem Arsch zu dir. Da hinten ist ein großer Berg. Okay. Da hinten ist auch ein großer Berg, wo ich jetzt lang gucke. Haben wir auch Sand irgendwo?
viel Sand? Sandlandschaft? Nee, ja, da ne? vorne ist ein bisschen Sand, also in diese Richtung, wenn du jetzt da wo du bist, da halt diese Ecke ja. da. Das ist das Einzige, was ich gerade an Sand sehe. Ja, super, weil wir brauchen noch Sand, um zum Glasen so, ne? Ja, wir können auf jeden Fall mal, könnten wir, wenn du willst, mal, ich weiß ja nicht, in den nächsten paar Folgen, wenn wir Zeit finden, ja, das Problem ist halt, wir müssen gucken, ob es für Hexet eine Minimap gibt, beziehungsweise halt, ne, einen Wegweiser. Ja, warum brauchst du einen? Ja, wie sollst du denn zurück zum NPC-Dorf? Ich meine, okay, du kannst sagen, ja, ich sterbe jetzt und dann bin ich wieder beim NPC-Dorf. Nee, ach nee, dann ist ja die ganze Erfahrung und alles weg, das wäre ja doof. Nein, ach, siehst du, jetzt kann ich auch die Steine hier, kann ich nicht. Muss ich dann noch wechseln hier. Muss ich noch rauskloppen und wieder Kies reinmachen. Also willst du hier so eine Treppe hochbauen, oder wie? Ja, genau. Ja, dann würde ich aber hier auch die Steinstufen nehmen. Dann würde ich nicht... Du hast doch Steinstufen gemacht, oder? Ich weiß nicht, ob wir noch welche drin haben. Doch, das ist 40 Stück oder so. Ich hole die mal schnell. Dann kannst du auch die Steine mal in die Kiste packen. Beziehungsweise brauchen noch eine neue. Willst du das komplette Haus dann freilegen oder reicht nur dieses kleine Stück? Ja, das kleine Stück von mir aus. Dann ist es so ein bisschen versteckt. So, wo ist denn die Treppen da? 41 Steintreppe. Juhu. Ich kann mal die Steine hochjagen. Und, ja, siehst du, so habe ich es mir schon gedacht. Es ist voll. Die Kiste ist voll. Scheiß doch, der Hund drauf. Kohle kann ich aber reinpacken. Ja, hier sieht die Kohle und die Holzkohle genauso aus. Ja. Bei dem Texture-Pack, das ist ja auch sehr sinnvoll. Ja. Oh, muss mal was essen hier. Vergesse ich immer wieder. Ich vergesse das auch ständig. Ja, ich habe im Privat spiele ich noch gerade eins, da habe ich auf friedlich gestellt, da musst du nicht essen. Ja, ja, ich habe es auch. Da baue ich gerade eine Burg. Bin ich gerade dabei, eine Burg und ein Schloss zu bauen. Und da kann ich jetzt nicht so... Obsidianboard haben wir. Kupperboard. Alter, hier ist ja unfassbar. Wir haben sogar ein Eisenerz noch. Es wird dunkel. Ja, dann komm. Ich glaube, dann können wir auch die Folge beenden. Ich glaube, dann haben wir nämlich unsere 15 Minuten wieder vor. Ich glaube nicht. Ja, doch, doch. Ich glaube schon. Nee, wir haben, ich kann jetzt auch nicht gucken. Insgesamt, also vorhin, wo ich angefangen habe zu labern und sowas und als ein Haus gegangen bin, war es ein nach auf dem Tacho. Ein nach was? Nach halb oder was? Nee, eins nach... Mit? Eins nach eine Stunde. Ich hab hier... Geh doch mal im Bett, du Nase! Ja, sagt mir, ja. Ich soll im Bett gehen, dann gehe ich im Bett und dann geht er selber nicht im Bett. Und was fliegt da jetzt für ein hässliches Flugzeug über mein Dach? Ich hab schon gedacht, ey, sag mal, Minecraft hat schon Flugzeuge jetzt drin. Ist ja super! Ah. Das ist schon so, das ist schon die 1.30.5. Ne? Düsenflugzeuge. Supi. Ey, das ist ein schöner Berg da hinten, gell? Coole Sache. Ja, klar. Was machen wir denn jetzt? Brauchen wir noch Steine und so ein Kram? Ja. Oder wollen wir mal suchen? Wollen wir jetzt hier mal so kurzzeitig noch den Weg da fertig machen von dem Haus? Und dann die Folge beenden? Beziehungsweise dann mal gucken, dass wir. Wo habe ich denn jetzt die Steintreppen da? Dass wir dann mal Dings bekommen. Können wir alles machen? Platz für unsere Häuser. Ja, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie keine Lust, mein eigenes Haus zu bauen. Ich finde das voll komisch, aber können wir gerne machen. Willst du es ausbauen hier, oder was? Das, wo wir jetzt drin sind, wir können das auch ausbauen von mir aus. Ja, ich weiß nicht, also wir können ja unser eigenes Hösle bauen, aber... Was ist das hier eigentlich? Ich war noch nie so der Fan von Häusern anbauen. Ich baue immer das gleiche und Standardhaus. Du baust über das gleiche und Standardhaus, ja, du baust doch was anderes da. Ich wäre sowieso irgendwann mal halt, wenn wir am überlegen, dass wir mal einfach komplett das NPC-Dorf, das Wichtigste packen, was wir in unseren Armen kriegen und dann abhauen. Ja, können wir machen. Einfach weg. Weg von hier. Das können wir tun. Wo siehst du eine Aussichtsplattform? Ach, hier hinter? Nee, da oben war ich noch mal, da wo ich jetzt die Steintreppe gemacht habe. Ach so. Da war noch eine Plattform, da habe ich gesagt, was ist denn das für ein Häuschen? Aber das ist ja kein Häuschen, das ist nur so ein Aussichtsding da. Das könnte man eigentlich auch abrupfen, das braucht doch kein Mensch die Scheiße. Da hast du jetzt wieder ein bisschen Holz und Stein und hast du nicht gesehen. Naja gut, egal. So, wo bist denn du? Im Häuslein. Ich komme rein, hallo. So, da werde ich die Steine wieder da reinpacken, wo kein Platz mehr ist. Da ist nämlich kein Platz mehr, das ist ja supi. Wir haben da ist auch kein Platz mehr. Alter. Ich habe nämlich selber hier Platzmangel. Ja, toll. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier die Folge zu Ende. Was ist denn da im Ofen drin? Hast du noch was reingepackt? Jo.
Ofenkartoffeln. Oh, lecker, lecker. Besser, ich kann schon die Karotte nicht mehr sehen. Ich komme mir schon vor wie ein Haas. Weißt du? Ja, ich habe da hinten, da vorne, wenn du da durchguckst, siehst du da hinten so ein Beet. Ja. So, und da sind da sind Kartoffeln wachsender. Ja, das ist gut. Aber ich wäre sowieso mal wirklich am überlegen, dass wir mal halt einfach so das Wichtigste schnappen. Ja, wir machen unser eigenes Dorf, oder? Und dann halt, ja, entweder das, weil hier ist einfach hier die ganzen, ich meine, so ein Beet können wir selber anlegen. Das ist nicht das wahre. Nee, ich würd, ja, das ist eine gute Idee. Dann schnappen wir uns Eisen. Haben wir überhaupt hier irgendwo Eisen? Ey, klar, wir haben Eisen. Ein Eisen haben wir, glaube ich. Drei Stück. Was, drei Stück? Wo denn? Ich habe ja jetzt, habe ich sie gerade für einen Eimer verwendet. 14 Diamanten haben wir aber schon. Ne? Warum haben wir dann immer noch eine Holzaxt? Hallo? Ja, ich habe selber nur Holzsachen oder Stein. Ja, supi. So, ich habe jetzt, auch schon mal einen Wassereimer gemacht. Den haben wir jetzt immer sicher, den Wassereimer. Weil ich finde, das brauchen wir. Gut, also wir müssen dann hier die ganze Scheiße abbauen. Ja, und später. Umziehen, ja, das machen wir. Das müssen wir Schienen erstmal erklären. Am besten müssen wir das versuchen, alles an einem Tag immer zu machen. Oder also das Bett muss jeder von uns auf jeden Fall mittragen. Ja, das ist richtig, ja. Das heißt, ein Itemplatz ist schon mal weg. So, und dann kommen halt die anderen Punkte, ne? Ja, halt. Ja, das können wir ja machen, ist kein Problem. So, Freunde der Nacht, wir machen hier ein Aufnahme- oder ein Session-Indie. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir haben ja ein bisschen dumm Zeug gebabbelt, wie wir das immer so machen. Ein bisschen was abgebaut und so, naja, so die Vorbereitungen sind es. Und in den nächsten Folgen werdet ihr sehen, werden wir dann das Dorf verlassen. Ganz einfach, das machen wir jetzt. Das beschließen wir jetzt so. Wir verlassen das Dorf und gehen dann an, ja, erkunden mal ein bisschen die Map und suchen uns einen Platz, in dem wir siedeln können, beziehungsweise unsere Häuschen bauen und uns gegen die Ungeheuer zu schützen. Da bin ich mal gespannt. Das wird bestimmt lustig. Richtig. Und dann werden wir auch anfangen, unsere Häuser zu bauen. Und wir werden dann anfangen, nur nach und nach, was dann auf euch zukommt, unsere großen Bauwerke zu bauen. Richtig. Wo wir noch gar nicht wissen, was wir alles bauen. Aber können wir ja sehen. So, guten Tag, guten Tag. Also, bis dann, macht's gut. Euer Zockerpapa und tschö. Tschüss.